In diesem Kapitel möchte ich Ihnen das Ducking einer Audiodatei durch eine andere Audiodatei mit Hilfe einer Hüllkurve erklären. Ich habe in dieser Audiomontage hier eine Sprachdatei liegen und möchte unter dieser Sprachdatei ein Musikbett spielen lassen. Das habe ich hier auch schon eingeladen. Das Problem hier ist, dass die Musikdatei relativ laut ist und dadurch die Sprache schwer verständlich wird. Ich spiele Ihnen das einmal vor. Available in the settings page of the user settings in the application project file section here. So, man hört also, da spricht jemand, aber es ist wirklich schwer zu verstehen. Und für diesen Fall gibt es diese spezielle Funktion Ducking durch eine andere Spur. Sie finden die im aktiven Clipfenster unter dem Hüllkurvenreiter Ducking durch eine andere Spur. Alles, was Sie tun müssen, ist den Clip, dessen Pegel Sie bearbeiten möchten, in dem Fall also das Musikbett, anwählen. Ich klicke einmal drauf und wähle dann hier Ducking durch eine andere Spur. Ein Klick da drauf und es öffnen sich die Ducking-Optionen. Die sind größtenteils selbsterklärend. Hier geht es um Fade-ins und Fade-outs. Damit können Sie einmal rumexperimentieren, ebenso mit der Dämpfung, wie stark Sie das Musikbett absenken wollen. Entscheidend für uns ist hier dieser Bereich des Fensters, nämlich welcher Clip modulieren soll. In dem Fall ist die Sprachspur hier oberhalb des Musikbetts, das heißt, ich wähle auf darüber liegender Spur und kann das nun bestätigen. Und Sie sehen, hier wurde eine entsprechende Hüllkurve eingefügt für die Dauer dieses Sprachsamples. Nun sollte das schon wesentlich besser klingen. One thing worth mentioning is available in the Settings page under User Settings in the Application Project File section here. Wesentlich besser, da ja der Pegel genau hier passgenau abgesenkt wurde, wo die Sprache anfängt und auch nachher automatisch wieder hochgezogen wird auf den ursprünglichen Level. Was passiert nun, wenn ich meine Sprachdatei ein bisschen verschiebe? Vielleicht kommt sie doch ein bisschen zu früh und eigentlich sollte sie ja, sagen wir, mehr hier sitzen. Dann stimmt natürlich diese Hüllkurve hier nicht mehr überein mit dem Sprachsample. Das ist aber auch kein Problem. Sie können einfach den Clip wieder anwählen und irgendwo auf dieser Hüllkurve einen Rechtsklick machen. Dann bekommen Sie dieses Kontextmenü und da findet sich ebenfalls dieser Befehl Ducking durch eine andere Spur. Und nun kann ich den Befehl noch einmal auswählen. Die Optionen sind alle noch so, wie sie waren vom letzten Mal. Ich bestätige das und schon ist die Hüllkurve hier wieder an den richtigen Ort gewandert.